Leute, wir sind zurück. Kingdom Hearts, Re-Chain of Memories. Im letzten Part sind wir hier in Halloween Town stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen. Ich meine hier. Wir gucken einfach mal, ob das richtig ist. Und ich sehe, das ist richtig. Hier müssen wir lang. Ja, was für einen Raum machen wir auf? Allmächtige Dunkelheit. Ein Raum, in dem die Herzlosen gute Karten haben. Nee. Ein Raum, in dem die unleicht zu überraschen sind. Ein Raum, in dem die Herzlosen pausenlos angreifen. Ein Raum, in dem Premium-Karten kommen. Giftfungis. Ein Raum, in dem begleiten dich Freunde erscheint, zu Kampfbeginn eine Freundeskarte. Huh. Ach so, wir müssen eh, ne? Genau, los geht's. Let's fucking go! Da bist du ja, Sally. Dachte mir schon, dass du hier bist. Wer sind denn deine Freunde? Sie interessieren sich für wahre Erinnerungen. Du hast den Trank, oder? Ja. Gibst du ihn uns wieder? Wenn du darauf bestehst? Aber ich habe Angst. Der Doktor hat nur daran gerochen und schon sind die Herzlosen aufgetaucht. Was passiert wohl erst, wenn jemand davon trinkt? Machst du Witze? Das könnte spannender sein. Ich mache mir Sorgen, Jack. Gibt es denn keine andere Lösung? Keine Idee, Jack? Mir fällt nichts ein. Mir schon. Her damit! Oh nein, der Trank! Ugi, du schon wieder! Jack, wo bleiben deine Manieren? Ich helfe euch nur dabei, den Trank gut zu nutzen. Ihr solltet mir dankbar sein. Bereits nach einmal Schnüffeln tauchten die Herzlosen auf. Was wohl passiert, wenn ich alles auf Ex trinke? Das wäre schaurig. Armer Jack, gegen Ugi Boogie hast du eben keine Chance. Ha, Halloween Town will schon bald Schmerz und Verzweiflung jenseits aller Albträume erleben. Schmerz und Verzweiflung? Ugi, du Monster! Los, Jack, wir müssen ihm nach. Okay, nice. Schlüssel des Seins bekommen. Mhm. Halloween Town haben wir glücklicherweise gleich beendet. Bin ich relativ froh drüber, tatsächlich. Weil ich bin, wie gesagt, kein Fan von Halloween Town. Hier kommen wir noch nicht lang. Das heißt, wir müssen erstmal zurück. Nee, hier sind wir auch falsch. Hä? Das war ja der Verschnaufpauseraum. Nochmal zurück? Tatsächlich. Hier müssen wir lang. Eine rote Raumkarte. Jetzt kommt gleich eh ein Boss. Haben wir irgendwo, wo wir eine Karte mehr von haben? Ja, hätten wir. Und den Schlüssel des Seins. Let's go! Ugi, gib uns den Trank! Ihr Narren wisst nicht, wann Schluss ist. Dieses Herumgerenne macht mich noch ganz durstig. Ugi, nein! Doch! Oh nein! Ah, absolut köstlich! Ah, was ist das? Was? Da stimmt was nicht. Irgendwas wallt gerade in mir auf. Etwas Unheimliches. Ugi, was ist los? Nein, zurück! Weg mit euch! Schon fetter Bosskampf wieder.
Dann wollen wir mal. Ach so, muss ich ihn würfeln lassen? Aua! Dann glaube ich, muss ich ihn nicht würfeln lassen. Ah, okay. Das ist schlecht. Aua! Wir haben halt echt leider noch keine guten Karten. Sehr gut. Oh, das ist gerade so scheiße. So, er tötet leider nicht seine eigenen Leute. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ernsthaft, er hat den Kartenstich am Ende gemacht. So, die Explosionsdinger müssen wir, glaube ich, nicht zurückboxen. Oh, shit! Wir haben ein riesiges Problem. Ups. Ich versuche... Genau. Ah, genau die Karten brauchen wir. Jetzt können wir angreifen. Endlich. So, jetzt wird es wieder interessant. Wir müssen wieder warten. Shit. Oh oh. Tja, das ist wohl nichts geworden, Ugi. Kleiner Lappen, Alter. Da haben wir sie. So, los, verzieh dich, Jack. Angriff. Los, Donald. Nein! Was machst du denn da, Donald? Oh, Donald, Alter. So, was kommt? Leider kein Glück. Tja, dem zu dodgen ist ziemlich einfach.
Ugi, das ist mir ziemlich egal. Meine Güte! Oh, wieder Heartless, Alter. Oh, ja. Ah! Es geht jetzt ab. So, jetzt komm, greif an, Sora! Nein! Autsch! Da, wir haben die Karte. Kannst du schön vergessen, Brudi. Och komm. Ernsthaft kurz vor Ende. Willst du mich verarschen, Alter? Und das war's. Yes! Wir haben Ugi besiegt. Das war ein anstrengender Bosskampf. Schwöre ich euch bei Gott, das war echt richtig nervig. Ugi Boogie, dieser Mistsack. Er hat meinen kostbaren Trank fast ausgetrunken. Es sind nur noch wenige Tropfen übrig. Sora, frag doch den Doktor, ob du den Rest trinken darfst. Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Wirklich schade. Wäre sicher ein tolles Experiment geworden. Also Doktor, willst du denn nicht mehr über deine wahren Erinnerungen erfahren? Natürlich, am liebsten sofort. Aber da ist dieser Axel, dem ich versprochen habe, die Wahrheit selbst rauszufinden. Ich verstehe das nicht. Als ich den Trank inhaliert habe, sind Herzlose erschienen. Und als Ugi ihn getrunken hat, hat ihn die Angst übermannt. Was bedeutet das? Das heißt, der Trank war ein Fehlschlag? Nein, Ugi muss seine wahren Erinnerungen wiedergefunden haben. Sprich, wahre Erinnerungen bringen das Herz durcheinander und bewirken dabei Unvorhergesehenes. Und was ist mit mir? Was, wenn meine wahren Erinnerungen erwachen? Vielleicht geschieht etwas noch viel Schlimmeres. Aber das sind alles nur Vermutungen, die weiteren Nachforschungen bedürfen. Was ist los, Sora? Macht dir die Theorie des Doktors Angst? Ja, ein bisschen. Freut mich zu hören. Furcht und Unsicherheit sind Zeichen eines starken Herzens. Sie treiben dich an, geben neue Richtungen vor, lassen dich Wagnisse eingehen. Ohne diese Stärke wäre deine Lebensfreude dahin. Genau wie der Nervenkitzel und glaub mir, das würde mir den Spaß verderben. Danke, Jack, daran werde ich denken. Na dann, viel Glück, meine Herren. Möge der Spaß an der Furcht ewig andauern. Okay, wir haben es soweit geschafft. Dann verlassen wir glücklicherweise endlich Halloween Town, damit wir uns diese Scheiße hier nicht mehr geben müssen. Der Kampf gegen Ugi war halt echt furchtbar. Ich hasse Ugi Boogie. Hier könnten wir speichern, das machen wir aber nicht. Wir gehen einfach. Huh? What's the matter? It's that creepy castle that I was talking about earlier. I know I didn't imagine it. 'Cause that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Then he just disappeared.
And I was so worried. How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless. Wait, that happened in a castle? You forgot that? Cause I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, Alex. Somebody help me. Is it in your journal? Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Now then, if I can just find it. Oh, here we go. Let's have a look. Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries, they're gone. Every page is blank. What do we do? How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. The journal's blank. What's going on? Okay. Das Tagebuch von Jiminy ist leer, das ist nicht gut. Aber wir haben bald den dritten Flur erreicht. Wir helfen Jiminy natürlich dabei, sein Tagebuch neu zu schreiben, sobald wir aus dem Schloss sind. Jiminy würde doch nicht sein eigenes Tagebuch löschen. Ja, würde er nicht, natürlich nicht. What if it's more things? Huh? Goofy was telling us about another castle we'd been to, but none of us really remembers it. Do you think? Could it be that we don't remember because we're losing our memories? Losing our memories? Hold on. Remember what that mystery fella said? In this place, to find is to lose. And to lose is to find. It must have been our memories he was talking about losing. So if we keep going, we'll lose more. Guess it really is Castle Oblivion. So the higher we go, the more we'll forget. Does that mean everything and everybody will be forgotten? Riku and Kairi too. Do you want to go back? Don't worry, fellers. We might forget about where we've been or what things we've seen, but we won't forget who our friends are. I don't know. Come on, Sora. When you turned into a Heartless, did you forget about me and Donald? Of course I didn't. There you go! No matter what happens, you won't forget your friends! Oh. You're right. Thank you, Goofy. So, if there's nothing here that can make you forget about your friends, then we have nothing to be scared of. Let's go! But when I turned into a Heartless, who was the one who took forever to notice and kept clobbering me? How come you couldn't forget about that? Ja, Leute, mit der Kraft der Freundschaft. Ihr wisst Bescheid. So, gehen wir durch die nächste Tür. Aber reden wir erstmal mit den beiden nochmal. Wir würden unsere Freunde nie vergessen. Solange du dich an Vergessenswertes erinnerst, ist alles okay.
Agrabah, Arena des Olymp, Wunderland. Wir machen zuerst Monstro. Let's fucking go! Weil Monstro ist das zweitnervigste Level von allen. Alle anderen drei sind cool. Was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Und auch so warm. Ich würde am liebsten ein Nickerchen machen. Eigentlich müsstet ihr euch Sorgen machen. Wer ist da? Ihr seid hier im Magen von Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio. Pinocchio, bist du's? Komm raus. Bist du das, Jiminy? Puh, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiten, stimmt's? Klar, Jiminy. Und ich war ganz brav, während du weg warst. Ich habe nicht einmal gelogen. Oh je. Ach du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr denn in Monstros Magen? Über einen recht ungewöhnlichen Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Wie schade, ich hatte gehofft, ihr könntet mir und Vater hier raushelfen. Was denn, Geppetto ist auch hier? Sicher, kommt mit. Schlüssel des Anfangs. Das Schöne, wie gesagt, an Chain of Memories ist, aber das solltet ihr nicht zu sehr ausnutzen, ist, dass wir so trainieren können, wie wir das brauchen. Aber nutzt das, wie gesagt, nicht zu oft aus. Das hat einfach den Grund, ihr müsst schon leveln. Sonst werden die Kämpfe später schwer und wir brauchen auch mehr Karten unbedingt. Das kommt aber alles noch. Sehr nice. Und das war's. Den werden wir auch gleich als erstes nutzen, den Mokri-Raum. Oh, wir können aufleveln. Steigern wir die Kartenpunkte. So, wir brauchen den Mokri-Raum ganz dringend. So, jetzt werdet ihr sehen, wofür Mokri-Räume sind. Der Mokri-Laden ist ein Etablissement, in dem du Karten eintauschen kannst. Tausche Karten, die du nicht mehr brauchst, gegen Mokri-Punkte ein. Sparst du genug Punkte, kannst du sie gegen neue Stapelkarten eintauschen. Beim ersten Besuch im Mokri-Laden erhältst du einen Kartenstapel gratis. Hier hast du einen Kartenstapel, Kupo. Wundervoll, zwei sehr gute Karten dabei. Hallöchen, Kupo, wie wär's mit einem Kartenstapel? Ja, ja, auf jeden Fall. Nehmen wir einmal einen Mischmaschstapel. Da war leider nichts dabei. Schade. Zwei Karten. Das war sehr gut. Nur eine. Hast du alle Karten? Tauschen sie gegen Punkte ein? Ja, haben wir. So, jetzt müssen wir Die brauchen wir gar nichts davon. Das ist alles zu schwach.
So, die von Eis brauchen wir eigentlich so gut wie gar nichts. Ich behalte die trotzdem mal. Mehr haben wir gerade nicht. Dann können wir noch ein Set kaufen. Los geht's. Oh, ein Null Keyblade. Das ist sehr gut. Wieder zwei nutzlose Karten dabei, aber der Rest ist gut. Das sollte eigentlich erstmal passen. Mehr können wir nicht machen. Dann prüfen wir jetzt unser Set. Wir müssen einiges entfernen. Die ganzen Zweierkarten und sowas müssen halt raus. Ups. Die Nullerkarte nehmen wir auf jeden Fall rein. Haben wir sonst noch irgendeine Nullkarte? Könnte sein, dass ich auch gerade aus Versehen welche verkauft habe. Dann ist es halt so. So, aber jetzt... nehmen wir erstmal die rein. Okay. Die raus. Die dafür rein. Die raus. So, ich will das nochmal bis auf die Nullerkarten sortieren wir alles erstmal ein bisschen anders. So, wir sind jetzt bei 6. Gut, dann... hier haben wir eine 6-Karte. Oh ne, wir haben noch 2 7er. Die natürlich vorher reinkommen. So, weil... damit die Starken von Anfang an kommen, damit wir durchgängig angreifen können. Das ist nämlich wichtig. Okay, das passt soweit. Jetzt die Fünfer. Eine Fünfer haben wir noch. So, jetzt haben wir nur noch Vierer, oder? Ja. Ich könnte unser Deck noch echt krass groß erweitern. So, gehen wir mal rüber. Wir nehmen noch die ganzen Viererkarten mit rein. So, und jetzt gehen wir zu Magie. Dann nehmen wir als erstes dann noch Feuer mit rein. Dann Vita. Nee, Quatsch. Ja doch, Angriffsmagie natürlich, Feuer, Vita, keine Ahnung, warum ich Eis hier verschieden drin habe. Eis, Vita, Simba, und dann natürlich. Nehmen wir noch Oogie Boogie mit rein. Warum nicht? So, perfekt. Jetzt haben wir ein gutes. Jetzt haben wir endlich mal ein paar bessere Karten, Alter. Wurde auch mal Zeit, Lel. Ja, gut. Dann müssen wir den nächsten Raum halt leider öffnen. Das werden wir aber anders lösen.
Wir hauen einen Verschnaufpauseraum rein. Sehr schön. Machen wir hier alles kaputt, weil da gibt es Mokri-Punkte für. Sehr gut. Oh, Vita 8. Okay, egal. Leute, wir werden den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part wird es hier weitergehen. Wir werden dann Monstro vielleicht sogar schon abschließen. Wir gucken mal. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.